Ach ja, und ich hätte auch gerne mal eine Rückmeldung, das ist ob sinnlos, Megatron, die Tür ist ob der Sound, ob das zu leise ist oder nicht oder schlecht oder scheiße oder keine Ahnung oder ich weiß nicht, was ich tun soll. Was? Ich glaube schon. Worauf wartet ihr? Hätte sagen müssen, worauf warte ich? Weil ich das jetzt hier machen muss. Deine Schießkünste sind angemessen. Sprengt die Tür auf! Toll, und jetzt muss ich wieder rübergehen. Lustig. Aha. Das ist schon ganz cool gemacht mit dem Licht hier. Also, Unreal Engine 3. Kann man zwar nicht mehr draus machen, aber ich meine. High Moon Studios. Die haben davor noch nie was gemacht. Aber jetzt werden sie die PS3 und Xbox 360, also Last Gen Version von Call of Duty Advanced Warfare machen. Und die haben das Deadpool Spiel entwickelt. Vielleicht kennt es einer von euch, das ist ein Comic für Verspielung. Auf Witz ausgelegt. Lustig, Typen. Alle unsichtbar. Böse auf mich. Ach du meine Fresse, was sind das denn für Typen? Soundwave. Öffne jetzt die Ausgangstür. Ja, los, Soundwave. Oh ne, ich wundere, dass ich jetzt hier nur 30 FPS habe. Das liegt daran, dass das Spiel einfach nur 30 FPS zulässt. Als Sperre, egal ob V-Sync an oder aus. Bewegung, Decepticon. Bisschen blöd. Aber naja. 60 wird es viel schöner aussehen. Die anderen Teile haben auch 60. Bloß der Rise of the Dark Spark, also der neueste Teil und der schlechteste. der hat nur im Co-op-Modus, also in diesem Eskalationsding, noch 30 FPS lockt, die sonst ist alles 60 FPS. Und 60 reicht völlig, mehr als 60 braucht kein Schwein. Das merkt man auch nicht. Das menschliche Auge kann sowieso nur 20 FPS pro Sekunde sehen. Das, man merkt halt nur einen Unterschied, weil halt dazwischen weil die FPS von Computer sind natürlich halt auch anders als bei Ding. Anders als bei dem Home. Los, ich springe jetzt hart über den Zug, Bitch. Ja, los. Philippisch. Da, die Station. Von dort aus können wir die unteren Ebenen von Ayakon infiltrieren. Was? Das war's? Das hat Spaß gemacht. Auf eine selbstmörderische, hochtourige Art und Weise. Omega-Schlüssel geortet. Ausgezeichnet. Der Omega-Schlüssel. Der hätte jetzt tot sein müssen. Nur mal so. Spiel, verstehe es. Der hätte jetzt sowas von sterben sollen.
sehe nichts mehr. Nur Explosionen. Das ist doch nicht gut hier. Das ist echt deprimierend. Scheiße. Oh Mann, aber zum Glück hatten wir da gerade den Safe. Tja, wo kamen die denn alle her? So, mal sehen, ob er wieder stirbt. Oh, nein, der war klug. Er ist nicht gerade ausgegangen. So. Jetzt kommen sie alle aus dem Zug raus. Ach, die waren es, die mich getötet haben wahrscheinlich. Lebe ich? Bald nicht mehr. Ach du. Scheiße. Was ist denn noch normal? Ich habe dieses Spiel schon mal durchgespielt. Das hat ja auch nichts mit Shooter-Skills hier zu tun, das ist einfach nur noch OP, was die da machen. Ich kann es ja mal versuchen, von hier mit dem Lichtstrahl so ein bisschen zu snipen. Die KI hat nicht so eine Intelligenz, dass sie checkt, dass sie... Außer die Raketen, die kommen zu mir. Los geht's, Decepticon! So war es wahrscheinlich auch gedacht. Habt ihr das gesehen? Bewegungszeit. Meine Fresse. Ja, mit dem Controller halt, ne? Also mit der Maus würde ich hier hart abgehen, aber irgendwie spiele ich halt Transformers wieder. Nein, er kommt. Nein. Tu mir das nicht mehr. Muss der doch tot sein. Dummheit. Nein! Ist das... Was erwartet dieses Spiel von mir? Was erwarten die Entwickler von mir? Entschuldigung, normalerweise habe ich eigentlich ja... Okay, vielleicht sollte ich diese Flinte hier mal nehmen. Nein, die Scheiße. Einer nicht mehr. Ah, das ist jetzt alle. So, Omega-Schlüssel voraus, bla bla bla. Energon, ganz ruhig, Feigling. Ich habe diesen Bereich für Dunkel-Energon-Bomber markiert. Seid ihr wahnsinnig? Ich meine, ja, brillant, Megatron. Ja, genau, das hätte er lieber sagen sollen. Ich finde es so lange so
gelöscht, weil langsam die Zuschauer kann wieder hoch. Bin der schnellste auf hier, Alter. Nee, eigentlich war das gerade unnötig, was ich gemacht habe. Wenn sowieso alles zusammenstürzt. Ausgezeichnet. Schon bald ist Aikon nur noch ein Trümmerhaufen. Man merkt halt, dass man sich Mühe gibt bei so einem Spiel, weil Rise of the Dark Spark. Kopieren, schlechtere Grafik, Geld. Unser Gewicht tragen zu können. Wobei trotzdem die Story gar nicht so schlecht ist. Und halt die gute englische Synchronisation, zu der ich ja am Anfang des Let's Play schon was gesagt habe. Ich spiele es ja hier in Deutsch. Ich spiele es nicht in Deutsch, weil ich kein Englisch kann, sondern weil einfach in Deutsch steht die Waffen in Deutsch, alles andere in Deutsch, Untertitel sind in Deutsch. Und wenn man ein deutscher Let's Player ist, sollte man einfach Spiele in Deutsch. Hey, aus dem Zug kommen Autobots! Lasst keine Autobots übrig! Du hast gar nicht über den Zug. Diese Autobot-Fahrzeuge sind zu hässlich für meine Optik. Kacken! Nein, Rakete im Anflug, geh weg. Worauf wartest du? Ich bin so gut wie erledigt! Ja, meine Fähigkeiten. Werde ich das hier mal benutzen, wie auch immer es ist. Nein, 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 das taugt nicht. Diese Aerial-Bots! Die Rakete werden ganz wundersam erneut. Keine Ahnung, was das macht. Beruhige dich! Was haben die hier? Wiedersehen. Uiuiui. Vielleicht noch mehr. Ich werde den Weg zeigen. Schon komme ich da hin. Wieder Raketen. Oh, das war's. Schön. Ich habe den Omega-Schlüssel entdeckt. Er befindet sich hinter dem Zugtunnel. Vorrücken, Decepticons! Kann der mir mal wieder vielleicht den Nagon Gefühl geben? Weil irgendwie ist das auch Thermoraketen. Oh, die Fahrzeuge sind da fast so. Scheiße. Oh, da. Nein, das ist noch viel besser. Das ist die Tower. Oh ja. Wenn ich das verliere, dann habe ich wieder so wenig Fehler. Bleibt auf den Schienen, wenn ihr in Einzelteile zerlegt werden wollt. Ich warte jetzt erstmal lieber auf den nächsten Zug. Wenn der überhaupt kommt, vielleicht kommt der erst, wenn ich an einem bestimmten Punkt erreicht bin. Ja, erreicht er. Hä? Los? Doch nicht? Die Scans zeigen eine schwache Struktur, Integrität und diese Wartungsdienste.